bekam die Taube in der Hand und ich hatte mich so erschrocken. So eine kleine Taube musste ich jetzt einsetzen zum Finale. Ich dachte, ich war total enttäuscht von der Taube. Ich sage, so habe ich gar nicht zu Hause, so kleine Tauben. Auf der Antenne und ging dann wieder zurück. Und die anderen beiden Tauben überholten sie dann einen Meter vorher. Okay, das ist nun mal so im Taubensport, sie muss reingehen. Und dann kamen die ersten zwei Durchsagen, da war sie nicht bei. Und dann ging das große Raunen im Super Bowl. Purdy ist da. Ich habe seit über 50 Jahren Tauben, die meiste Zeit mit meinem Vater. Wir waren sehr erfolgreich hier und irgendwann kamen wir dann zu den Loftrennen. Total interessant, aber man muss natürlich $1000 einsetzen, das war natürlich viel Geld, aber total spannend. Purdy haben Hans Paul Lesser und ich vor 2012 in Südafrika ins Rennen eingesetzt. Ich hatte den Vater gekauft bei Pieper von Ari Dijkstra und die Mutter hatte mir Hans Paul gegeben. Und wir haben eine Co-Breeding gemacht und diese Taube dann in Südafrika ins Rennen eingesetzt. Ja, die erste Story dann war natürlich, oder die letzte war dann mit Purdy, als Purdy dann 2012/13 gewann. Waren wir natürlich vor Ort und wir waren dann auch beim Einsetzen, beim Basketing dabei und wir waren total aufgeregt und ob wir die Taube jetzt in die Hand bekommen, weil wenn man etwas Glück hat, kann man die Taube dort auch in die Hand bekommen, weil Außergewöhnliche werden dann schon mal erwähnt und sagt, hier, komm mal rüber, das ist deine oder so, kannst du mal eben gucken oder das war schon sehr interessant und auf einmal hieß es, ja, dieses Birdie, reiner Zufall, wir bekamen die Taube in der Hand und ich hatte mich so erschrocken. So eine kleine Taube musste ich jetzt einsetzen zum Finale. Ich dachte, ich war total enttäuscht von der Taube. Ich sage, so habe ich gar nicht zu Hause, so kleine Tauben. Die Mutter war allerdings auch sehr klein. Der Vater ging, aber die Mutter war auch ganz klein. Ja, und dann, gut, Taube eingesetzt, Taube auch voll gepoolt. Wir waren uns zwar nicht mehr sicher, aber wir hatten gesagt, das bekommt sie jetzt alles mit, was wir ihr geben können. Die hat uns genug geholt. Und dann haben wir die Taube auch gesetzt. Und dann kam das Finale und dann kamen die ersten zwei Durchsagen, da war sie nicht bei und dann ging das große Raunen im Super Bowl, Purdy ist da. Wir konnten das gar nicht glauben, weil das ja auf der Leinwand noch gar nicht war und dann nach ein paar fünf Minuten oder was, dann tauchte doch Purdy als dritte Taube auf und wir waren natürlich total begeistert, dass diese Taube jetzt auch noch im Finale das geschafft hatte, was sie 20 Wochen lang vorher schon gezeigt hat. Das war, glaube ich, einer der besten Tauben in Südafrika, die jemals da waren. Wenn alles geglückt hätte, wenn man das Video sieht, sage ich mal, sie war schon fast auf der Antenne und ging dann wieder zurück und die anderen beiden Tauben überholten sie dann einen Meter vorher. Okay, das ist nun mal so im Taubensport, sie muss reingehen und wir waren natürlich total begeistert und es war ein fantastisches Wochenende in Südafrika und wir haben sehr viel Spaß gehabt.